Hallo ihr Lieben, schönen Freitag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Mir macht mein Magen zu schaffen. Ugh. Mir schlägt aber auch alles auf den Magen im Moment. Ich weiß auch nicht. Ich will mich da auch nicht mehr darüber zu äußern, weil ich habe dieses hier schon mal, also die ersten 10 Minuten habe ich schon mal aufgenommen. Und dann, das habe ich wieder gelöscht. Das kann ich einfach nicht bringen. Wenn ihr wüsstet, was, wie, nein, geht nicht. Ich habe so eine Wut in mir, also wirklich, das ist schon bald nicht mehr schön. Aber ich, heute wollen wir stricken. Es hat nichts mit euch zu tun, diese ganze Situation. So, nein, das schieben wir beiseite. Wir wollen heute fröhlich sein und ein bisschen stricken und ein bisschen Adele erzählen und ein bisschen gucken, wie es mit Wusti weitergegangen ist. Da gibt es noch so ein paar kleine Geschichten. Ja, und hoffen, dass der Magen wieder. Das ist auch. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Ich habe heute Morgen das falsch. Nee, ich esse jeden Morgen eigentlich das Gleiche. Und trotzdem, ne? Aber egal. Ja. Gibt es sonst irgendwas Neues, was ich vorweg sagen möchte, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden Kreativ und Style, alles, was sich darin befindet. Und ja, dann Mohnfeld ist erstmal ausverkauft. Ja, das ist jetzt auch erstmal. Ich muss, ich hatte ja Wolle bestellt, Rohwolle, die ja noch nicht angekommen ist. Aber die ist schon wieder, die wird schon wieder ins Mohnfeld verarbeitet. Ihr Lieben, Mohnfeld, stopp. Ich bin ja mal gespannt, ne? Also das nächste Mal, wenn wir, dann habe ich noch eine andere Sorte bestellt, ein Merino-Garn, 550 Meter oder 600, da müsste ich jetzt lügen. Da werden wir dann noch einmal eine kleine Auflage Zitronenhain und Mohnfeld drauf färben, weil das dann ja ein richtiges hundertprozentiges, wo ihr dann keine Socken draus streicht. Also dieses hier ist ja 80-20 und das ist dann 100%. Oder hatte ich da Seide noch mit drin? Ich weiß es gar nicht, müsste ich auf den Zettel gucken. Lasst euch überraschen. Also da werden wir noch so eine kleine limitierte Auflage von dem Zitronenhain und dem Tulpenfeld machen. Aber wir wollen euch ja auch noch neue Färbungen zeigen. Ne? Das mal jetzt so vorweg. Ich bin noch nicht viel weiter mit meinem Tuch. Ist ja ganz klar. Ich habe ja nur noch andere Projekte auf der Nadel und echt im Moment viel Arbeit. Es ist wirklich wahr. Da musste ich mich erst mal wieder dran gewöhnen. Da lacht man drüber, ne? Aber von Dezember bis jetzt so rumschludern, ne? Also ist wirklich wahr. Und jetzt wieder dieser Kundenverkehr hier. Also das ist ja, es ist ja nicht nur so, dass die Termine gemacht werden, sondern zwischendurch halten die Leute an, klopfen und fragen, ich würde gerne einen Termin haben oder ist gerade was frei? Und wenn dann gerade was frei ist, ja, dann kommt doch rein. Und dann, oder selbst wenn ich einen Termin ja vergeben habe, es dürfen ja zwei in diesen, in den Laden, der ist ja dann für jeden, jeder hat 50 Quadratmeter quasi. Und du, ich will da was sagen. Das geht jetzt schon wieder richtig los. Und ich bin richtig so, bis ich abends sage, boah, kaputt. Ich bin jetzt, aber jetzt ist man wieder kaputt vom Arbeiten und nicht vom Nichtstun. Ich sag's euch. Naja, auf jeden Fall, ne, bin ich noch nicht ganz so weit wie manch anderer. Gestern war eine Kundin hier, die brachte mir ihr Tuch mit, also wunderschöne Farben. Sie hatte da verschiedene Farben für genommen. Das denn? Kriegen wir hier irgendwie merkwürdig. Das für Geräusche. Hier ist was los, ne? Naja. Da muss ich mal drauf achten. Aber da ist keiner. So, also, soweit ist mein Tuch jetzt gekommen. Und nebenan bekommen sie neue Möbel.
Das wird es wahrscheinlich sein, ne? Dieses Hin und Her. Ja, so, also, ne? Wie weit ich bin. Da ist noch nichts Großartiges passiert. Ihr seid viel, viel weiter. Wie gesagt, die Dame gestern hatte auch schon irre viel gemacht. Ja, so, dann wollen wir mal ein bisschen stricken. Ja, meine Brille. Hilfe. Weil die muss ich ja aufsetzen, sonst sehe ich ja nicht, was ich stricke, ne? So, dann wollen wir mal ein bisschen stricken und Adele erzählen. Was habe ich hier denn? Ach, ist irgendwas. So, Adele. Paula ist eingegangen. Also Paula und Greta sind aus dem Krankenhaus entlassen. Und sind in ihr kleines Apartment gezogen. Die Frauen haben den Tisch und im Wohnzimmer schön gedeckt, hatten ihr Strauß Blumen hingestellt. Ach, und alles so schön hergerichtet und mit einem herzlich willkommen Paula und Greta über der Tür. Und also es war ganz, ganz toll fertig gemacht. Gisela hatte einen tollen Schokoladenkuchen gebacken, weil das ist Paulas Lieblingskuchen. Und naja, auf jeden Fall standen sie dann Spalier vor der Tür vom Apartment. Als Astrid hatte die ihre Tochter und ihr Enkelkind aus dem Krankenhaus abgeholt und fuhr sie jetzt nach Hause. Astrid blieb auch noch ein paar Wochen, um ihrer Tochter noch ein bisschen zur Seite zu stehen. Naja, auf jeden Fall ist ein strahlend schöner Sommertag und es ist schön warm und alles, als das Auto dann vorfuhr. Ach, und Paula aus dem Auto springt und ach, und alles wunderbar. Selbst Luna freute sich, obwohl sie ja nun das Apartment räumen musste und in Paulas und ihr ehemaliges Zimmer wieder gezogen ist. Unter der Auflage von Adele, sich vernünftig zu verhalten. Ah ja, gut, also Paula war froh, dass sie wieder zu Hause war, freute sich über die tolle Überraschung, über ihr schönes Apartment, alles so schön fertig gemacht. Ja, und die Frauen tranken Kaffee, unterhielten sich und betüddelten die kleine Greta. Und ja, so ging der Tag dann auch zu Ende. Am nächsten Tag hatte Adele sich so ein bisschen freigenommen und gesagt, dass die beiden sollen alleine den Laden führen. Sie wollte so ein bisschen auf der Terrasse sitzen und ein bisschen für sich mal den schönen Sommertag genießen. Auf jeden Fall hatte Paula einen Nachsorgetermin und hatte Adele gebeten, auf die kleine Greta aufzupassen. So und so sitzt Adele auf ihrem Stuhl, ist am Stricken und neben sich in dem Kinderwagen die kleine Greta am Schlafen. Und es war so richtig schöne Ruhe und es war alles so schön. Und sie guckte immer und wie die Schiffe wieder am Kanal entlang fuhren. Also es war so ein richtig schöner, toller Tag. Und die Lütke, die schlief und nichts störte diese Ruhe. Und jetzt bin ich raus, ne? Nichts störte diese Ruhe. Das habe ich auch manchmal, Entschuldigung. Auf jeden Fall war für nachmittags war eine Einkaufstour mit Rosi geplant. Rosi und Adele wollten mit dem Fahrrad nicht weit zum Supermarkt und alles einkaufen, was sie brauchten. Adela hatte hinten am Fahrrad so einen kleinen, wie so einen kleinen Bollerwagen, ne? Und damit fuhren die Frauen eigentlich innerhalb des Dorfes, wenn sie da brauchte man kein Auto. Das ist ja alles innerhalb kürzester Strecken zu erledigen. Und deswegen hatte Adele sich fürs Fahrrad hinten so einen kleinen Bollerwagen gekauft, den sie dann einhängen konnte. Und dann fuhren die dann ihre Einkäufe, ihre Sprudelkisten und auch die Bierkiste, ne? Und so fuhren sie dann damit durch die Gegend. Und das war also geplant für den Nachmittag. Und Rosi wollte mit. Naja, auf jeden Fall geht die Zeit ins Land. Paula kommt auch wieder von ihrer Untersuchung. Alles ist in Ordnung und sie nimmt den Kinderwagen mit Greta und sagt zu Paula, ich fahre jetzt mit der Greta noch ein bisschen spazieren und wir sehen uns dann heute Nachmittag gegen Abend beim Abendessen. Schauen wir mal.
Ja, ist gut, sagt Adele und widmet sich ihrer Strickerei und ihrer absoluten Ruhe. Hin und wieder legt sie so das Strickzeug weg und macht die Augen zu, Gesicht in die Sonne. Also es ist wirklich wunderschön. Ja, so geht also der Vormittag so ins Land und am Nachmittag schwingen die beiden Frauen sich auf ihre Räder und fahren los. Rosi fährt so ein Stückchen vor und Adele mit ihrem Beblähten hinterher. Und es fällt ihr aber auf, dass Rosi auf dem Fahrrad unsicher ist. Sie denkt immer, was ist denn der denn los? Wieso schwankt die so? Und dann sagt sie, sag mal, Rosi, was ist los mit dir? Warum schwankst du so? Weiß ich auch nicht, sagt Rosi, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe keine Gleichgewichtsstörungen oder so. So, sagt Adele, ach, das habe ich schon mal, sagt Rosi, da ist nichts Schlimmes, das habe ich schon öfter mal gehabt, dass ich so ein bisschen schwindelig werde oder so mein Gleichgewicht nicht halten kann. Aber sagt Adele dann so zu ihr, wo sie so nebeneinander dann fahren, du Rosi, das ist aber nicht normal, geh doch mal zum Arzt. Ach, was, sagt Rosi, warum? Nur weil man mal hin und wieder ein bisschen schwindelig ist. Ich bin dann nun schließlich auch schon 66, ne? Sagt sie. Also ist ja auch nicht so, als wenn wir jetzt hier die Jungküken sind. Und wetterfühlig bin ich ja auch. Naja, und Adele denkt sich, naja, es hat sie auch recht, ne? So, die kaufen ein. Alles, was sie brauchen, fahren noch am Blumenladen vorbei, holen sich noch schöne frische Sträuße für ihre Zimmer. Und für den Esszimmertisch und Wohnzimmertisch, also dieser Bollerwagen hin, der war voll bis oben hin. Naja, und also fahren sie so nebeneinander her. Und während des Einkaufens war Adele auch an Rosi nichts aufgefallen. Alles war gut, ne? Aber auf dem Nachhauseweg wieder das Gleiche. Und Adele denkt so für sich, also irgendwie ist das merkwürdig. Sobald die auf dem Fahrrad sitzt, dann hat die kein Gleichgewicht mehr oder was. Aber sie tut das auch so ab und alles ist gut. Naja, kommen nach Hause und die Frauen helfen dann mit Auspacken und machen und tun. Und der Kaffeetisch war schon gedeckt und Adele guckt auf die Uhr und denkt, oh, es ist schon 3:30, ne? Das ist ja auch schöne Zeit für ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee, ne? Naja, Gisela hatte das ganz wunderbar draußen. Es waren fast 30 Grad, also hatte das schön draußen alles aufgebaut. Und Adele liebte das, ne? Eine ganz lange Bank, Tisch hatten sie gebaut. Also was heißt sie? Murat hatte natürlich wieder, ne, gebaut. Also einen ganz langen Tisch und schöne Bänke da dran. Und weil die Frauen ja schon etwas älter sind, hat Murat Bänke mit Rückenlehne gebaut. Aber auch so schöne lange. Also es konnten wirklich alle Frauen an dieser Tafel und es passten auch noch Besucher mit dran. Und das hatten sie so schön. Gisela hatte dann die Blumen gepflückt. Die Blumenwiese stand ja schon wieder in voller Blüte. Hatte da schöne Wiesenblumen gepflückt. Die standen in so einer alten Milchkanne auf dem Tisch und hatte das alles schön gedeckt und der Kuchen stand. Und ach, und Adele dann. Alle Frauen setzten sich und seufzten, wie schön sie es doch wirklich hatten. Also, es war wirklich richtig. Ja, das war wie Urlaub, ne? Also, als wenn man jeden Tag Urlaub hat. Also, die Tafel, Adele, jedes Mal sagt sie auch immer zu Gisela: Gisela, du bist eine Könnerin, dass du das so schön alles fertig machst, immer. Das ist also eine künstlerische Ader, die du hast, um das alles so schön zu machen. Sie hat für den Garten extra Geschirr, rosa, mintgrün und alles so Keramiksachen, die immer wunderbar passten zu den Kissen auf den Bänken. Die waren alle in rosa, mint, weiß, also in hellblau, alles so diese Pastelltöne. Und es sah immer ganz toll aus. Und die Frauen hatten Wimpel gestrickt und gehäkelt, die überall in den Bäumen und diese Tafel stand ja unter den Obstbäumen und überall hatten die Frauen dann ihre Wimpelketten reingehangen. Also es war wirklich, wenn einer von außen kam, der hat immer gedacht, das ist
Paradies, ne? Also das sah immer so, so schön aus. Naja, auf jeden Fall hatten die Frauen einen wunderschönen Nachmittag und auch der Abend, den sie dann draußen verbrachten mit Stricken und Erzählen und ein Gläschen Wein dabei. Also Adele sagt immer, das ist ja so, als wenn ich in Italien sitze und da mein Wein. Also es ist wirklich einfach schön. Naja, gut, so ist es halt, ist dieser Tag der Ankunft von Paula und Greta gewesen. Und es ist, geht eigentlich auch so weiter. Also dieses wieder ab, also die nächsten Tage mit Arbeit, mit neuer Wolle. Ach, der Nick, der hat so schöne Farben wieder gefärbt. Und also es war alles so normal weg, ne, die ganzen Tage über. Ja, bis es dann wieder so weit war, dass Einkaufszeit war. Aber Adele hatte an diesem Tag keine Zeit und dachte sich, ach komm, ne, schickst du Marie mal mit der Rosi zum Einkaufen. Ja, gesagt, getan, ne? Und die beiden Frauen zuckelten dann los. Und diesmal war es so, dass Marie hat also das Fahrrad gefahren mit dem Anhänger und Rosi fuhr wieder vorweg. Ne? Sie war ja auch eigentlich immer die Schnellste. Sie war ja so ein Schlankes und dann fuhr sie dann drauf los. Und als die Frauen wieder kamen, kam Marie dann doch zu Adele und zu ihr und sagt, es stimmt was mit Rosi nicht. So sagt Adele, was ist denn? Ja, ist dir schon mal aufgefallen, wie die schwankt, wenn die Fahrrad fährt? Ja, sagt Adele, aber sie hat mir gesagt, das liegt daran, weil sie ja öfters mal so schwindelig ist und wetterfühlig und ach, ne? Nee, sagt Marie. Nein, 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 sagt sie. Ich habe das schon mal, ich weiß jetzt nicht, wo das war, aber irgendwo habe ich das schon mal gelesen. Das soll man untersuchen lassen. Ich spreche noch mal mit ihr. Ach, was sagt Adele? Sie schwankt doch nicht, wenn sie läuft, oder was? Na ja, gut. Und so gehen wieder 2, 3 Tage ins Land. Ne? Die Frauen arbeiten, die Frauen sitzen, stricken, machen schön. Ja, und dann ist es also. Frauen sitzen wieder im Garten, sind am, also die eine ist am Blumenbeet, am Kratzen und am Machen und am Tun. Die andere sitzt vorne am Anleger und guckt sich die Schiffe an und liest. Die nächste, also ist, sie sind alle verteilt. Also sie sitzen nicht an der Tafel, sondern sie sind alle verteilt. Adele sitzt wieder auf ihrer Terrasse und strickt fleißig vor sich hin, bis sie plötzlich ihren Namen hört. Es ruft jemand ganz laut nach Adele und so erschrocken laut. Und natürlich, Adele sofort aufgesprungen und dann sofort hin. Und Henriette kommt ihr ganz aufgeregt entgegen. So ein Wagenrad von Hut hatte sie wieder auf, ne? Und ruft aber auch ganz entsetzt, komm schnell, komm schnell. Die Rosi liegt hier. Ach, Adele, nein, die hat bestimmt einen Hitzeschlag, ne? Muss man denn auch immer da rumwühlen in der Erde, denkt Adele noch, wo sie so den Gang runtergeht. Ach, und dann liegt sie da in den Blumenbeeten. Und dann, ach, da hast du schon den Krankenwagen. Ja, ich habe schon den Krankenwagen gerufen, sagt Henriette. Alle Frauen stehen da und Adele hatte sich runtergebeugt und hatte, nee, es dauerte auch nicht lange. Dann schlug Rosi die Augen auf und was ist denn passiert und was ist denn? Und setzte sich so auf. Nein, bleib du mal liegen, der Kranke. Ach, war doch kein Krankenwagen. Doch. Sagte, nein, mir ist doch nur kurz schwindelig geworden. Das ist egal, sagt Adele. Jetzt ist der Krankenwagen gerufen und jetzt lässt du das jetzt untersuchen. So, es dauerte nicht lange, der Krankenwagen kam. Der Notarzt fragte dann so nach Symptomen und das alles und Adele erzählte dann von wegen, tut die Nase weh, von wegen ihren Beobachtungen, die sie gemacht hat. Und der Notarzt stufte das schon als ernst ein und sagt, wir nehmen sie jetzt mit.
ins Krankenhaus und da wollen wir sie mal von oben bis unten gründlich untersuchen und mal sehen, woran das liegt. Gesagt, getan und als der Krankenwagen dann losgefahren ist, hatte Adele sich dann aus ihren legere Kleidung, ist sie dann rausgeschlüpft, hat sich ein bisschen hübsch gemacht und ist dann ins Auto gestiegen mit Henriette, um ins Krankenhaus zu fahren. Und Henriette sagt immer, oh Mensch, was das wohl bloß ist, was kann denn das bloß sein? Man wird doch nicht einfach so ohnmächtig. Und Adele sagt, ja, meine Güte, überleg doch mal, draußen sind es über 30 Grad. Hat sie überhaupt genug getrunken? Und wir müssen mal öfters auf sie achten dann. Ja, dauert nicht lange und sie kommen im Krankenhaus an und die Schwester sagt, also ihre Freundin ist gerade beim MRT, es warten Sie mal im Warteraum und schauen Sie mal, Sie bekommen dann Nachricht. Ja, es dauerte auch gar nicht lange, bis dann der Doktor kam und ihnen dann erzählte, dass es doch ernster mit Rosi war, als sie gedacht haben. Auf jeden Fall brach Henriette sofort, die ist ja immer so gleich ans Herz gehen, brach sofort in Tränen aus. Also sie dann, Adele war eigentlich nur fassungslos und saß da und sagt zum Doktor, was ist denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ja, sie muss jetzt erstmal hier bleiben und sie wird operiert. Sie hatten bei Rosi einen Gehirntumor festgestellt. Und alles war geschockt, alles war völlig am Ende. Die Ärzte sagten dann, es werden jetzt ein paar Untersuchungen gemacht in den nächsten Tagen und dann wird sie operiert und dann müssen wir schauen, ist es gutartig oder bösartig. Und wir wollen das Beste hoffen, aber vor einer OP kommt sie nicht her. Naja, dann sind die beiden Frauen wieder nach Hause gefahren, haben erstmal die Rosi besucht, das ist ja ganz klar, ne? Haben die Rosi besucht und haben ihr guten Mutes zugesprochen und dass sie immer an ihrer Seite sind, obwohl Rosi natürlich tief traurig, ne? Und Angst ist, glaube ich, ganz klar bei jeder Diagnose. Naja, auf jeden Fall die Frauen dann nach Hause, den anderen Frauen erzählt, was passiert ist und Fassungslosigkeit und erschrocken und dann hatte Adele nachmittags gegen Abend dann mit Christoph telefoniert und Christophs Freund, der ist Arzt, und er hatte dann zu ihm gesagt, sag mal, Matthias, kannst du nicht heute Abend mit mir nach Adele fahren und so ungefähr mal deine Meinung dazu sagen? Die Frauen sind alle so aufgeregt. Die glauben jetzt, dass die Rosi sterben muss und dass das ganz schlimm und am Kopf operieren und alle solche Sachen oder danach nicht mehr lebensfähig ist und. Hatte der Matthias gesagt, natürlich mache ich das, ne? Und dann abends zum Abendbrot kam dann Christoph und brachte seinen Freund Matthias mit. Adele freute sich und sagte, ach Mensch, Matthias, schön, dass du uns mal besuchst und so. Und führte ihn dann auch zum Tisch unter den Bäumen. Und er erklärte den Frauen dann, was gemacht wird und was im schlimmsten Fall passieren kann und. Naja, auf jeden Fall waren die Frauen ja nicht beruhigt, aber sie konnten sich schon eher wieder was darunter, also dass es jetzt nicht so ist, dass die Rose jetzt sofort da sterben sollte. Auf jeden Fall war das schon eine Hilfe gewesen. Aber nichtsdestotrotz, die Stimmung war bedrückt, die Stimmung war nicht gut. Also ganz früh hatten sich die Frauen alle. Moment, da bin ich wieder. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gekriegt. Eine tolle Karte, liebe Pia, danke schön. Also, ich habe es nur aus dem Paket genommen. Guckt mal, wie schön. Oh, ehrlich jetzt. Wie toll. In Rosa und dann so toll gestrickt. Ey, ich liebe sie jetzt schon.
Ich liebe sie jetzt schon. So, und sie passen. Oh, ist das schön. Ich freue mich. Also wirklich, guck mal. Oh, sind die schön. Pia, danke schön. Toll, guck mal, wie die das gemacht haben. Oh, klasse. Super, super, super. Ich bin ganz überrascht. Ich kriege heute Morgen noch ein Paket. Oh. Da bin ich jetzt an denen mit. Jetzt muss ich erstmal hier anziehen und anprobieren und zeigen. Das ist ja so schön. Guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dankeschön, Pia. Ich freue mich echt, also wirklich. Und dann diese schöne Karte und dann schreibt sie mir auch noch nachträglich alles Gute und Liebe zu deinem Geburtstag. Ein kleines Geschenk von mir. Sie passen mir, Pia, und ich freue mich echt. Also wirklich, das ist so, so schön. Dankeschön. Klasse. Danke. Echt. Oh Mann, ne? Das ist dann wieder. Oh Mann, Leute. Ihr macht das mit mir. Ja, danke schön. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Danke. Ich freue mich über. Ich habe mich über alles und alles wird bei mir in Ehren gehalten. Echt. Mein Mann, der schmunzelt schon immer, wenn ich dann irgendwie. Ich stelle das alles überall bei mir hin und habe dann. Also, es ist wirklich. Danke, danke, danke. So, machen wir mit Adele weiter, ne? Bevor wir jetzt hier wieder ausschweifend werden. Aber ich, wisst ihr was, Kinder? Ich ziehe mir jetzt erstmal meine Jacke aus hier. Mir wird es doch ein bisschen warm. So, wo war ich denn jetzt? Wo war ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ihr könnt mich doch nicht einfach so rausbringen. Naja, wo war ich jetzt? Ja, es geht ja um Rosi und Rosis Erkrankung. Und die nächsten Tage gehen ins Land. Also die Voruntersuchungen sind, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich aufgehört habe, aber ne, die nächsten Untersuchungen stehen alle an. Und dann kommt der Tag der OP. Und die Frauen sind alle aufgeregt. Morgens beim Frühstück schon, Gisela, die hatte alles. Keine Frau kann richtig frühstücken. Alle sind mit ihren Gedanken dabei, jetzt gleich. Gleich geht's los, gleich geht's los. Hoffentlich kriegen wir unsere Rosi wieder so wieder, wie es vorher war. Und alle fiebern und der Laden ist geschlossen, weil Adela hat gesagt, nee, also ich habe weder Zeit, Lust, da im Laden zu stehen oder Wolle zu färben oder sonst irgendwas. Die Frauen sitzen alle stumm und still. In der großen Halle sind am Stricken. Manche sitzen auch ohne Strickzeug da, weil sie einfach nie Geduld dafür nicht haben. Und es vergeht eine Stunde, es vergeht zwei. Und dann Adele sagt, aber jetzt ist sie mit Sicherheit schon wieder auf dem Zimmer. Das glaube ich nicht, sagte Luna, das glaube ich nicht. Und es vergeht und es vergeht. Und Adele hatte mit dem Doktor abgesprochen, sobald sie aus den, also im Aufwachraum ist, rufe ich an und sage ihnen Bescheid, wie die OP verlaufen ist. Ach, und es wird Mittag und Gisela schleicht in die Küche und ja, macht so ein paar Brote und stellt die dann auf den Tisch, aber keine der Frauen hatte irgendwie, sie tranken zwar ihren Kaffee oder auch mal eine Limonade, aber zum Essen hatten sie eines. Ach, und es dauerte und kein Anruf. Dann hat Adele, also nach dem Mittagessen, hat Adele gesagt, so, ich rufe da jetzt an. Sie da angerufen, eine Schwester am Apparat, es täte ihr leid, aber die OP wäre noch nicht zu Ende. Ach, die Frauen dann, mein Gott, ne? Und sitzen und sitzen. Und es wird Abend. Und Gisela geht wieder in die Küche und hatte dann eine Suppe gekocht und Brötchen dabei gestellt und den Tisch schön gedeckt, aber. Ach, die Frauen, selbst die Suppe wurde kalt und keiner konnte irgendwie. Das kann doch nicht wahr sein, sagt Adele. Wieso meldet sich denn bloß keiner? Das ist doch von heute Morgen bis jetzt. Das sind ja schon fast 10 Stunden, sagt Adele. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann um kurz vor 9 Uhr abends geht's Telefon und der Doktor ist am Apparat und sagt, er hat eine gute Nachricht.
Die Operation ist gut verlaufen, sie ist auf der Auf- und kommt dann auf die Intensiv für ein paar Tage. Und wie es denn noch so wäre mit ihr, das kann er erst morgen sagen oder übermorgen, wenn sie sich so weit erholt hat. Die Frauen sind aber erstmal erleichtert, dass alles gut gegangen ist und sind natürlich. Von diesem ganzen Geschehen ist natürlich einiges zurückgeblieben an Traurigkeit und an wie schnell es gehen kann, dass das Leben, was so schön ist und was man so hat, doch einen Knacks kriegen kann. Ne? Wenn auch Gott sei Dank jetzt nichts Großartiges bei der OP passiert ist. Sie wissen ja noch nicht, wie Rosi reagiert. Ne? Naja, auf jeden Fall. War da schon mal ein bisschen bessere Stimmung. Die Frauen konnten auch mal wieder lachen und haben auch dann ihre Suppen wieder aufgewärmt, weil der Magen knurrte dann doch irgendwann. Ja, und sie sind doch ein bisschen frohen Muteres, Muteres, frohen Mutes mehr ins Bett gegangen, um also am nächsten Tag wieder ja, entweder zu Rosi ins Krankenhaus zu fahren, zu arbeiten oder sonstige Dinge zu tätigen. Ja, das ist erstmal die Geschichte, fängt jetzt an. Es geht in dieser Geschichte um Rosi, was mit ihr passiert, wie es ist, wenn sie wieder nach Hause kommt, wie es ihr geht und wie das mit ihr weiterhin verläuft. Die Frauen sind sich vollständig einig, das kann ich schon mal vorweg sagen, dass sie also Rosi auf gar keinen Fall raus aus dem, das hätten sie bei Paula damals nicht getan nach dem Unfall und das werden sie auch bei Rosi nicht tun. Also sie wird in kein Heim oder Pflegeheim oder sonst irgendwas landen, sondern sie wird zu Hause von ihren Freundinnen gesund gepflegt oder halt auch. Auf jeden Fall, die Geschichte geht. Die nächste Geschichte dreht sich jetzt ein bisschen um Rosi und ihre Krankheit. Ja, das war Adele für heute. Ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen trauriger, aber die Geschichte gehört auch mit dazu. Und es passiert halt im Leben nicht nur schöne Dinge. Ja, das war Adele für diese Woche. Wir, ne, stricken vielleicht, jetzt stricke ich vielleicht gleich doch noch mal ein bisschen weiter mit. Oh Gott, oh Gott. Meine schönen neuen Handtulpen. Und es ist so kalt draußen hier bei uns und guck mal. Naja, nicht ganz, aber ey, ne, das ist ja wohl. Oh. Ich zeige euch noch was anderes. Habe ich gerade gesehen, habe ich hier noch liegen. Zeige ich euch heute schon. Ist ja was, was ich mir gegönnt habe, ne? Ich habe mir bei Anne, habe ich mir, also Anne strickt mit Kick, ne? Habe ich mir Wolle bestellt. Oh, ich konnte es nie lassen. Ich war mal wieder, hin und wieder, ich muss ja auch mal was anderes. Ich möchte auch mal was anderes haben als meine eigenen Sachen, ne? Und unter Freunden habe ich mir gekauft. 100% Merino. Ich fand das so schön. Oh, ja, das ist meins. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe ja, dieses fand, also habe ich mir noch eine Anleitung, also das ist erstmal Anne, ne? Danke. Also das ist wirklich wunderschön, ja. Ich meine, die Merino-Wolle ist ja klar, da sind wir uns ja einig, ne? Ich meine, das habe ich ja auch. Die ist toll. Was sollen wir beide dazu sagen, ne? Mir 100% Merino ist einfach nur sensationell und schön. Und deine Färbung ist klasse. So. Die hat mir auf Anhieb gefallen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, die will ich jetzt haben. Ne? So, die ist wirklich schön. Also, sie heißt, ne? Unter Freunden. So, und ich habe mir bei ihr das Dornröschentuch, die Anleitung, kann ich die zeigen? Diese Abkürzung, ja, da steht noch nichts. Das ist das Dornröschentuch von ihr und da habe ich mir die Anleitung für, weil ich dieses Muster, was hier drin ist, finde ich sensationell, finde ich toll.
Ja, und Frau braucht auch im Sommer mal eine neue Tasche, ne? Und dann habe ich mir noch mal, ah, die ist auch so schön. Guck, ne? Da passt doch wieder alles rein. Da kann ich doch jetzt kilometerweise, kann ich da Wolle durch die Gegend schlüren. Ich werde ja immer abgeholt, ne? Oder gebracht. Und kriege ich dann manchmal mit 3 Tüten oder 4 Taschen. Oder was machst du? Ja, ich habe meinen Hausstand mit. Und immer vor allen Dingen dienstags, ne? Weil ich ja alles zu Hause habe. Und dann nehme ich mir dienstags, weil ich ja dann die Videos mache, muss ich ja alles, was ich in den Projekttaschen habe, hier hinschlüren. So müsstest du mich mal sehen. Ich bin bepackt wie so ein Esel. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann nimmst du doch mal so eine richtig schöne, die ist doch toll, oder? Die passt doch absolut. Und da packst du jetzt deine Sachen rein, wenn du dienstags hier hinschnürst. Und dann hast du nicht nur 3, sondern hier passen, also 2 von meinen Taschen passen hier in einer. Also, ne, ich habe mich gefreut. Und ich weiß, ja, ich weiß das doch. Aber ich kann es nicht. Ich muss auch mal was haben von anderen. Und ich habe ja noch die Labiename. Ich habe ja noch so viele schöne und teure Garne zu Hause, ne? Dass ich dann manchmal denke, ey, sag mal, du musst die noch verarbeiten. Du musst da noch irgendwas Schönes draus machen. Man erfreut sich doch an diesen. Also hier werde ich mir auch was ganz Besonderes. Also das Dornröschentuch werde ich aus Alpaka machen. Das habe ich mir schon aus weißem Alpaka mit Grau. Ich wollte es nicht in Braun, ich mache es in Grau. Also es wird weißes Alpaka sein mit einer grauen Umrandung. Das weiß ich schon. Also das hatte ich mir vorher schon. Aber was ich aus diesen beiden Schätzen mache, das muss ich mir noch überlegen. Schauen wir mal. Ich habe für nächsten Dienstag, ich habe noch 3 Bücher. Ja, das zeige ich euch aber am Dienstag. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Da ist ein Tücherbuch bei mit Lace-Tüchern. Solche schönen Lace-Tücher. Wow. Ja, so. Ach ja, ne, Adele vorbei. Gezeigt habe ich euch mein Geschenk, was ich gerade noch gekriegt habe und was ich mir bestellt habe bei Anne. Ja, so. Dann wollen wir mal mit Wursti weitermachen, ne? Also. Ah ja, ich werde euch erzählen, wie Wursti sein Auge verloren hat. Und Wursti ist vor 3 Jahren gestorben. Hat aber, ja, so circa 10 Jahre, ja, nur mit einem Auge gelebt. Als er kam, war dieser Kater kerngesund. Also er hatte gar nichts, außer dass er ein bisschen übergewichtig war. Das habe ich ja erzählt. Aber ich habe euch auch erzählt, er liebt Bratwurst. Er liebt Bratwurst über alles. Und wenn jetzt der Grill angemacht wurde, dann war Wursti, egal welcher Nachbar das war, der brauchte nur diesen Rauch von diesem Grill riechen, da war der weg. Und bei uns in der Nachbarschaft ist es so, jeder hat diesem Tier eine Wurst aufgehoben. Und er bekam dann immer eine Wurst. Also natürlich keine heiße Wurst, sondern die wurde schön abgekühlt, klein geschnitten und dann, wenn die kalt war, dann kriegte er seine Wurst dahingestellt. Und so schlürfte Wursti tatsächlich durch die ganze Nachbarschaft. Jeder kannte diesen Kater, jeder wusste, Wursti frisst furchtbar gerne Bratwürstchen. So, und wenn er dann seine Wurst gekriegt hatte und hatte die gefressen, dann kam er wieder, legte sich in die Sonne und verdaute das Ganze mal. Ja, bis auf einen Sonntag. Es war auf dem Rathausplatz, also ihr müsst euch vorstellen, also ich wohne in einer sehr ruhigen Siedlung und also die Straße, wo wir wohnen, gegenüber stehen auch nochmal Häuser und hinter diesen Häusern, also und den Gärten dahinter, ist der Parkplatz, also eine kleine Straße, ein ganz kleines Sträßlein. Sträßlein ist auch schon wieder so eine Wort. Erfindung. Und dahinter fängt der Parkplatz vom Rathausplatz an.
Auf dem Rathausplatz waren also unter anderem mein Geschäft damals noch und unter anderem noch andere Geschäfte. Und es wurde ein Flohmarkt abgehalten, sonntags. Aber schon seit Jahren das erste Mal wieder. Auf jeden Fall war es dann auch so, dass da gab es auch einen Grill, eine Wurst. Der verkaufte halt Würstchen. Ja, unser Wursti war mal wieder auf Streifzug. Und es riecht nach Wurst. Du wirst die dahin. Jedenfalls können wir das nur so nachvollziehen. Wursti kam nicht nach Hause. Erst, also sonntags abends nicht. Sonntagsmorgen, Montagmorgen nicht. Also Montag nicht, Dienstag nicht, Mittwoch nicht. Ich sag zu meinem Mann, ist da irgendwas mit dem Kater? Ich sag, der kommt doch wenigstens, das Verfressene. Ich sag, der kommt doch wenigstens zum Fressen nach Hause. Ich sag, da stimmt was nicht. Ich sag, der wird doch wohl nicht wieder im Tierheim gelandet sein. Ich wieder angerufen. Nein, alles. Ich sag, wo ist denn meine Katze, bitteschön? Am Donnerstagnachmittag sitzt meine Katze vor der Terrassentür. Und ich gucke, ganz geschwollenes Gesichtchen. Und das Auge, das ist leider so, das muss ich jetzt so erzählen, sonst könnt ihr das nicht nachvollziehen. Also, das Auge stand so ein bisschen vor. Und ich denke, was ist jetzt passiert? Ich mir den Kater geschnappt, in eine Box und ab dazu unserer Tierärztin. Die guckte sich das an und sagt, Auge müssen wir entfernen, sagt sie, das geht nicht. Der Junge hat Schmerzen, das Tier hat Schmerzen, machen sich keine. Und ich, dann wird mir ja schon ganz übel, weil so ein Tier kann sich ja nicht äußern, ich habe Schmerzen. Der muss sich am Sonntag nach diesem, also die Tierärztin sagt, er muss einen Tritt, also von einem Auto kann das nicht sein, dass er angefahren worden ist. Er muss getreten worden sein und zwar so doll, mit einem festen Schuh an die Schläfe und da, wo das Auge, die Nerven der Augen waren getrennt, also und ganz dick. Und sie sagt, das geht nicht. Der kommt um vor Schmerzen. Und dann überlegt euch mal, der hat von Sonntag bis Donnerstag hatte der sich irgendwo verkrochen und in seiner, warum so ein Tier das macht und nicht gleich nach Hause kommt, man weiß es nicht, man kann es ja nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall haben wir das hinterher so rekonstruiert. Also die Tierärztin sagte ja, das ist, muss mit einem, weil er diese Prellung auch hatte. Also es muss wirklich ein Tritt gewesen sein mit einem festen Schuh. So. Und dann, ja, musste das Tierchen operiert werden. Und sie haben ihm das Auge entnommen. Und dann haben, aber sie hat gesagt, das wird ihn nicht stören. Und das stimmte auch. Der war wie immer. Das interessierte ihn nicht. Der konnte auch noch weiter jagen, seine Mäuschen oder sonst was, was er da hatte. Also das hat ihn überhaupt nicht gestört, dass er jetzt nur ein Auge hatte. Aber er ging nicht mehr auf den Rathausplatz. Und daraufhin habe ich gesagt, ja. Also die Tierärztin hatte gesagt, ne, wie gesagt, mit dem Tritt. Und er ging jetzt nicht mehr mit mir wieder, genau wie damals links. Er ging nicht mit auf den Rathausplatz. Er tat es nicht. Bestimmt ein halbes Jahr ist er da nicht mit hingekommen. Und dann habe ich gesagt, mit Sicherheit ist er da getreten worden, weil nicht jeder ist tierlieb. Und da sind so viele Menschen gewesen, die vielleicht, und er ist ja halt der Wursti, der Bratwurst-King, der hat mit Sicherheit gebettelt. Und nicht jeder mag Katzen und dann wird der irgendwann mal so richtig einen gewämst gekriegt haben und dann ist das passiert. Ich habe damals geschworen, sollte ich jemals, aber das ist ja jetzt, der Wursti ist schon, hat 10 Jahre mit dem gelebt, ist seit 3 Jahren tot, also 13 Jahre lang haben wir nicht rausgekriegt, wer es ist. Da kann derjenige froh sein, dass er das nicht, dass wir es nicht rausgekriegt haben. Also wirklich, das ist Tierquälerei. Auf jeden Fall, Wursti war einfach ein Unikum. Es war eine Persönlichkeit. Werde nie vergessen.
Ich werde es nie vergessen mit diese also wie so ein Cartoon. Ich glaube, das, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Es ist Winter und wir hatten an der Terrassentür, also die Terrassentür war schon eingebaut, aber die Terrasse, wir haben ja so eine, wir haben eine höher gelegte Terrasse. Wenn du in den Garten kommst, musst du 2 Stufen hochgehen auf so eine große Holzterrasse. Und die war noch nicht gebaut. Und wir hatten aber, damit die anderen, wir hatten ja die Zucht, und damit die Katzen nicht einfach so raus können, hatten wir im Sommer eine Tür eingebaut, wie so eine, wie so eine Fliegentür, die du auch aufmachst. Also du hast die Terrassentür aufgemacht und dann musstest du diese Fliegentür auch noch aufmachen. Gut. Unser dicker Diego damals, das war ein Kaliber. Der hat diese Tür rausgebrochen. Und zwar war das im, ja, so im Spät, ja, Frühwinter. Also es fing gerade so ein bisschen an. Und ich mache dann die Terrassentür auf, weil ich hatte gewischt und so und habe gedacht, dann trocknet das vielleicht noch. Es war ja noch nicht so kalt, also es ging noch. Aber es rieselte immer so ein bisschen Schnee. Das werde ich auch nicht vergessen. Auf jeden Fall in dem Moment, also ich hatte die Terrassentür auf, damit das alles so ein bisschen. Das Eichhörnchen. Was das Gleiche ist, das bei uns immer rum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall flitzt das Eichhörnchen bei uns an der Hütte vorbei. Diego sieht das, wusste die auch, und Diego nimmt Anlauf. Und vor die Tür klappt nach vorne hinweg und beide Katzen wie die Irren raus aus dem, aus der Wohnung und das Eichhörnchen Schreck vor, starr vor Schreck flitzt dann den Kirschenbaum nach oben wie so eine Irre und die beiden Katzen hinterher. Wusste die nicht, weil wusste die waren intelligentes Tier. Wusste, das nutzt nichts, ne? Aber Diego nicht. So Diego hoch auf den Baum und das Eichhörnchen dann über die Äste. Und die werden ja auch immer dünner. Und so ein Eichhörnchen ist ja leicht, ne? So, und über diesen kleinen Ast. Und dann ist es gesprungen in die Hecke vom Nachbarn und weg war es. Und unser, ihr müsst euch das vorstellen, das war in Sekunden, ne? So, und unser Kater dann wie so ein Irrer da hinterher. Und auch über diesen Ast. Und dieser kleine Ast. Der hielt ja diesen schweren Kater nicht. Diese Sekunde, in der er merkte, dass er jetzt abstürzt und wie der mich dann an, ich hätte eine Kamera haben müssen. Das war wie bei Tom und Jerry, ehrlich. In einer Sekunde blieb dieses Tier, guckte mich an mit solchen Augen und in einem Bruchteil von einer Sekunde blieb dieses Tier auf diesem Ast, dann brach der Ast ab und das Tier landete auf der Erde und schüttelte sich einmal und ging dann aber so richtig beleidigt weg. Und da habe ich gedacht, oh Gott, man kann das jetzt gar nicht so richtig erzählen, wie das ausgesehen hat. Also wirklich, ich habe mir vorgekommen, ich habe gedacht, schade, dass du keine Kamera hast. Diesen Blick hättet ihr sehen müssen in der Sekunde, wo er begriffen hat, dass er jetzt abstürzt, dass das nichts mit dem Eichhörnchen. Es war wirklich toll, ehrlich. Ach, diesen Kater haben sie uns geklaut. Ja. Da habe ich ganz doll drunter gelitten. Ne? Das war mein Kater. Der schielte. Der schielte immer so ein bisschen. Und das war meiner. Der war immer bei mir. Und den haben sie mir geklaut. Ja, regelrecht geklaut. Ja. Aber sowas. Ne? Ich hoffe, dass er ein gutes Zuhause hatte bei den Leuten, die ihn genommen haben. Und das ist jetzt auch schon so viele Jahre her. Ne? Warte mal. Wir haben. Das war im Winter. 2010, 2009, 2010, also ist auch schon 11 Jahre her. Ja, das war's eigentlich, ne, mit den Geschichten rundum. Und ich denke mal, nächste Woche werde ich mal irgendwas anderes erzählen. Vielleicht habt ihr ja mal ein Thema, worüber man was erzählen kann. Vielleicht wünscht ihr euch ja irgendwas, wovon ich, ne, gucke. Ja, nur nichts
Also es ist ja kein, es ist ja ein Erzähl, also der Freitag soll zum Erzählen da bleiben. Also nicht zum Zeigen, wie man strickt oder sonst was. Das mache ich dienstags. Wenn ihr da mal Fragen habt oder so, dann schreibt mir das am Dienstag unten drunter. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt ein schönes Wochenende. Ich bekomme jetzt gleich meine erste Kundin. Ich habe meine erste Kundin heute auf 11 Uhr bestellt, weil ich gedacht habe, dann habe ich ganz in Ruhe. Und weil vor allen Dingen, wenn du Adele erzählst, dann weißt du nachher nicht mehr, wo du bist. Und deswegen habe ich, ja, und ich habe meine Termine heute wirklich von 11 bis um 5:30 mit einer halben Stunde Pause dazwischen. Also wird das Färben die Tula wieder übernehmen. Und wenn das Mondfeld fertig ist. Also wie gesagt, das hatte ich das zum Anfang, habe ich das gesagt, ne? Dass das Mondfeld ausverkauft ist. Ja. Ist nichts. Also ich habe jetzt die Wolle dafür ja bestellt. Die ist noch nicht hier, aber schon, ver also schon verkauft quasi. Gefärbt verkauft. Es dauert halt jetzt wirklich 14 Tage, bis wir das alles gefärbt haben. Und dann ist auch mit dem Mohnfeld Schluss. Dann gibt es wieder was anderes. Wir wollen ja noch Kornblumen machen. Da haben wir noch keinen Namen für, wie wir es nennen. Kornblumenstrauß oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wollen wir das auch noch ausprobieren. Mal gucken, ob es uns gefällt. Ja, und dann sehen wir weiter. Sonst wüsste ich jetzt nichts mehr zu erzählen. Über das andere habe ich gar keine Lust mehr. Das macht mir nur noch Angst. Ein komisches Gefühl im Magen. Da fehlen mir, also eigentlich fehlen mir da die Worte mittlerweile. Ich habe keinen Bock mehr darüber. Und fertig. Ich weiß noch nicht. Das sind Sachen, die interessieren mich. Also die machen mich also wirklich krank. Ja, ist wirklich wahr. Da kriegst du Magenschmerzen von, da kriegst du, ich hab noch nie so über, vor allen Dingen diese Angstmacherei, die kotzt mich an. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Machen wir nicht. Wir machen uns jetzt ein schönes Wochenende. Bei uns ist es ein bisschen kälter. Es soll schneien bei uns ein bisschen. Das glaube ich gar nicht mal. Wir haben einen blauen Himmel, so ein paar Schäfchenwolken. Aber es ist wirklich bitterkalt, ne? Deswegen die Handschuhe sind perfekt. Ja, so. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Strickt was Schönes. Bleibt zu Hause. Ja, bleibt zu Hause. Ich bleibe auch zu Hause. Ich habe gesagt, ach, ne? Wir können halt dieses Jahr auch Ostern nicht in Urlaub fahren. Dann lassen, was wir machen, ist uns zu Hause schön und stricken. Strickend für uns Frauen, die stricken oder auch Männer, die stricken, ist es doch was Schönes, wenn wir mal ein paar Tage frei haben und wirklich uns unserem Hobby hingeben können. Und deswegen macht mir das eigentlich gar nicht so viel aus. Schade ist es schon, wie gesagt, ich wäre gerne mal wieder hochgekommen an die See, aber ich lasse es. Muss nicht sein, ne? Und wie ich zu den anderen Reisen stehe, habe ich schon gesagt, also verabschiede ich mich jetzt. Macht was Schönes. Macht euch ein schönes Wochenende. Euch und euren Lieben, strickt was Schönes. Wir sehen uns am Dienstag. Bis dahin. Tschüss.